Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Custom Content Video. Ja, was gibt es denn so Neues aus dem November? Ich werde euch mal zeigen, was ich so im November alles runtergeladen habe, was so alles neu ist. Und es gibt wieder echt einige wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Mit dem ersten Outfit-Tüdelchen. Was sehe ich da? Das ist das erste Outfit. She got the booty. Okay, frag mich nicht. Nein. Ja, gut. Gehen wir mal auf die Sachen ein. So, fangen wir oben an. Die Haare sind von Sims Trouble, von wem auch sonst. Ich meine, diese Haare sind einfach der absolute Wahnsinn, okay? Ich lieb's einfach, denn es gibt die Haare hier ohne solche Strähnen und mit solche Strähnen. Und dann gibt es, man kann natürlich das Ombre wegmachen, man kann das Ombre hier machen und es gibt hier ganz viele verschiedene Farben. Und ja, dann kann man auch noch die Schmetterlinge rausmachen oder reinmachen. Und die gibt es natürlich auch hier in verschiedenen Farben. Auch richtig cute. Und ja, der Lippenstift vom Outfit ist von Twisted Cat. In der Farbe Coral, also hier gibt es verschiedene, aber der Lippenstift heißt Coral. Das ist hier einmal der, ist so ein bisschen shiny. Und ja, genau. Dann kommen wir zum Set von Scentaid. Das ist so ein Set, da sind halt eben, sage ich mal, solche Basics dabei und das finde ich ganz nice. Und zwar kommen wir hier mal zu den Oberteilen aus dem Set. Das ist hier einmal so ein kurzes Shirt, Rollkragenshirt. Dann gibt es das auch mal in lang hier. Dann gibt es hier so ein schickeres Oberteil, finde ich auch so gerade zur kalten Jahreszeit und so. Richtig, richtig schön. Und dann gibt es hier so einen Top. Ich finde gerade diese Farben hier richtig, richtig schön. So dieses bunte hier. Richtig toll. Ja, dann gibt es in dem Set auch verschiedene Kleider. Gibt es hier einmal das da. Dann einmal in lang. Dann auch lang und langärmlich. Perfekt so für Weihnachten oder so. Richtig schön. Dann gibt es das auch noch mal in kurz. Dann gibt es das, was es als Oberteil gab, eben auch noch mal als Kleid. Dann auch noch mal in lang. Also es gibt halt eigentlich immer dasselbe, nur halt in kurz und lang und mit langärmlich, kurzärmlich. Genauso gibt es das hier. Das ist einfach nur so ein Hauch von Stoff. Und dann gibt es es auch nochmal in lang. Also es ist eben so ein Basics-Set, sage ich mal. Und die Schuhe sind von Miko. Genau, hier die verschiedenen Farben. Auch ganz cute. Kommen wir zum nächsten Outfit und das ist das hier. Voila, perfekt für den Winter. Gehen wir mal auf die Sachen genauer ein. Die Haare sind aus dem Set von Rusty. Rusty hat so ein Herbst-Winter-Set rausgebracht. Da sind eben die Haare mit dabei. Die gibt es hier irgendwie in so, die gibt es hier in so verschiedenen Form. Ich weiß jetzt nicht, was da irgendwie der große Unterschied ist, bis auf dass da die Haare eben hinten sind und da vorne. Genau, die Ohrringe sind auch aus dem Set von Rusty und die gibt es hier in verschiedenen Farben. Auch richtig cute, solche Hoops. Und ja, dann
die Klamotten in dem Set, das ist hier zum einen das Oberteil mit dem Schal. Dann ist in dem Set so ein Kleid. Ich habe halt so aus meinen Lieblingsteilen aus dem Set Outfits zusammengestellt und dann zeige ich euch aber auch, was es so alles in dem Set drin ist, weil ich dachte, wenn ich jetzt für jedes Teil ein Outfit erstelle, dann sind das echt viel zu viele Outfits. Das ist immer ein bisschen unnötig. Deshalb erstelle ich so mit meinen Favorite-Sachen vom Monat die Outfits und dann gehe ich genauer auf die Sachen ein. Das fand ich irgendwie besser als so, wie ich es bisher gemacht habe. Und das ist hier so ein Kleid. Dann ist da so ein Ganzkörperkostüm mit dabei. Einmal mit so einem dünneren Pulli und einmal mit so einem Rollkragenpulli. Und da kann man eben, soweit ich weiß, auch die Farbe von der Hose ändern. Man kann, schätze ich mal, bei dem Oberteil hier den Schal genau ändern. Und bei der Jacke kann man dann auch nochmal das Oberteil ändern. Genau, und eine Hose gibt es in dem Set auch. Und das ist die hier. Kommen wir zum nächsten Outfit. Und das ist das hier. Finde ich auch richtig, richtig schön. Die Haare sind von A. Harris O'Britney. Sind hier so lange Haare mit so einem Dutt oben. Finde ich richtig schön. Auch vor allem diese Babyhaare hier vorne finde ich richtig schön. Dann die Ohrringe. Das ist alles ein Set von Blue Craving. Ich bezahle so circa 2-3 € im Monat für Blue Craving, damit ich die Sachen früher bekomme. Genau, nur so als Vorwarnung. Falls ihr die Sachen auch wollt, muss man halt dafür bezahlen. Oder man muss halt schon einige Monate, glaube ich, warten, bis die Sachen dann auch mal öffentlich zugänglich sind. Und eben weil es so viele Monate sind, die man da warten muss, bezahle ich halt, dass man es früher bekommt. Das sind auf jeden Fall hier die Ohrringe, so ein Mondzyklus. Und dann haben wir hier das Oberteil. Ich finde es richtig, richtig schön. Dann gibt es in dem Set, also das Set, in dem Set sind auch noch mehr Sachen. Ich glaube, da sind schon ein paar Sachen. Ja, genau, im Oktoberhaul, da sind auch ein paar Sachen aus dem Set. Da kommt halt jede Woche etwas Neues für das Set raus und das ist dann insgesamt ein Thema. Und gerade ist das halt eher so ein Hexenthema, deshalb sind das eher so, ja, solche Mondmuster und so weiter. Genau. Das Kleid ist mir tatsächlich etwas zu shiny, also es glänzt zu sehr, finde ich. Das sieht dann immer so ein bisschen komisch aus, finde ich, in dem Spiel. Und dann war in dem Set auch noch eine Hose, die hier eben passend zu dem Oberteil. Und dann hat es in dem Set, Hilfe hier, da hat es auch so ein Oberteil, was, beziehungsweise halt so. Ich nenne es jetzt mal Unterwäsche. Also man kann ein Oberteil anziehen und dann das eine drunter. Das finde ich immer richtig toll. So, da kann man immer noch viel mehr Sachen kombinieren, wenn man die Sims einkleidet. Genau. Und die Schuhe sind eben auch in dem Set von Blue Craving. Finde ich auch richtig cute. Dann das nächste Outfit ist das hier. Ich finde das richtig, richtig süß und richtig hübsch, vor allem mit den Haaren. Ich bin in love. Wir wissen alle, ich liebe XXL lange Haare. Ich liebe es. Ich brauche mehr davon. Ja, genau. Fangen wir mal hier bei den Haaren an. Die Haare sind von Sim Mandy. Und man kann hier das Ombre wegmachen. Oder man kann eben hier Ombre hinmachen. Und das finde ich auch immer echt mega nice. Verleiht dem Sims auch immer so voll den eigenen Charakter, wenn man dann noch mal sowas hinmacht. Guckt euch das an, das sieht so cool aus. Die Ohrringe sieht man jetzt nicht, aber die Kette, die Ohrringe sind so ähnlich wie die Kette. Guckt euch diese Kette an.
Die Kette ist von Bradford. Bradford hat da auch so ein großes Set rausgebracht, wo eben so Sterne, Schmuck drin ist. Und es ist so schön. Das werdet ihr später auch noch mehr davon sehen. Das ist wirklich unglaublich toll. Also diese Kette, einfach mega. Gibt es auch in Silber, Roségold und Schwarz. Love it. Und ja, dann bei Simandy, ich habe gerade irgendwie, hat eben so ein Set rausgebracht, da sind die Haare mit dabei und da ist es, genau, ist das Oberteil hier dabei. Das ist einmal wie so ein samtiger Stoff und dann so ein normaler Baumwollstoff, würde ich mal sagen. Genau, dann hat es eben das Kleid. Finde ich auch richtig cute. Eben das Hemd einmal in Schwarz und einmal so in Weiß. Und genau, da sind sogar Röcke mit dabei, die zum Oberteil passen. Jetzt sehen wir mal hier das Oberteil an. Jetzt hier einmal mit so einem Muster, finde ich auch richtig schön. Richtig toll. Dann hat es das hier so. Und einfarbig. Einfarbig. Genau. Dann kann man dem Ganzen hier auch noch so ein Hemd anziehen. Finde ich auch richtig cool. Das Hemd kann man eigentlich wirklich so zu jeglichem Custom-Content eigentlich anziehen. Also das crasht nicht mal mit anderem Custom-Content. Ich meine, wie cool ist das? Ich kann jetzt die Sachen von Centate zum Beispiel anziehen und dieses Hemd darüber. Hallo, ich liebe sowas. Also sowas lade ich mir immer super gerne runter, weil das kann man dann halt wirklich so viele Kombinationsmöglichkeiten, so kann man immer was Neues machen. Dann das nächste Outfit hier, extravagant, okay, extravagant. Ist auch wieder sowas richtig Besonderes, könnte man auch so Halloween-mäßig und so irgendwie. Genau, so. Das sind einmal hier die Haare von Simandy. Hier richtig cute. Bei den Haaren kann man hier die Schleife wegmachen. Dann ist da eben so ein Zopfgummi. Oder halt hinmachen, ne? Und mit Schleife finde ich es natürlich schöner. Dann gibt es von Twisted Cat, Hilfe. Den Lippenstift, also es ist ein Lippenstift-Set und da war eben diese Coral-Farbe drin und die Mokka-Farbe. Und hier mal so als Vergleich, das glänzt halt so ein bisschen und die Mokka-Farbe glänzt halt ziemlich doll. So, dann das Outfit ist von Avel Sims. Das ist einmal ein Oberteil, also es ist kein Kleid tatsächlich. Es ist hier einmal das Oberteil hier. Oh, die Farbe ist auch richtig toll. Oh mein Gott. Dann gibt es hier eben diesen Rock dazu. Dann gibt es die Handschuhe. Da. Das nächste Outfit ist ein sportliches Outfit. Das ist auch ein sportliches Set von Hui En. Oder Huyen oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hier einmal so ein sportliches Outfit oder halt eben, für mich ist das jetzt eher ein Outfit, was man zum Schlafen gehen anzieht, bis auf das Sport-BH. Deshalb ist das irgendwie sportlich, aber irgendwie auch nicht. So, fangen wir oben an. In dem Set war auf jeden Fall diese Frisur mit dabei. Die Mütze war dabei. Oder Mütze? Mütze? Sagt man das Mütze? Hey, das passt ja gut dazu. Du, das passt ja besser. Das passt besser. Dann mache ich das mal so. Genau, da war die dabei. Dann ist da dieses Oberteil hier in dem Set. Dann sind in dem Set auch noch hier so ein Ganzkörperding. Das finde ich immer voll cool. Und dann gibt es eben das, was ich schon im Outfit gezeigt habe. Hier die verschiedenen Farben. Finde ich auch mega nice. Oh, das irgendwie in der Farbe gefällt es mir auch richtig gut. Dann gibt es eben die Armbänder hier. Die Stirnbänder. Und ja,
Dann habe ich passend zu dem Outfit auch noch hier die Schuhe von Gius benutzt. Das sind auch mega nice. Ich finde die Schuhe richtig toll, so mit dem Band da oben. Love it. Genau. Übrigens, alles Custom-Content, was ich benutzt habe, schreibe ich in die Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt, da kann man nur draufdrücken und alles runterladen und also was ihr haben wollt. Und ja, gut, dann kommen wir zum nächsten Outfit. Spicy. Und zwar ist das ein Unterwäscheset von Twisted Cat. Das Set heißt Sweet Dreams, of course. Also erstmal, die Haare sind, glaube ich, nicht in dem Set mit dabei. Das sind die Beatrice Hair Haare. Kurz mal Englisch. Das ist eben dieser lockere Zopf. Finde ich richtig schön. Auch einfach mal, es ist immer schön, auch mal so lockige Haare zu bekommen, weil die meisten Creator machen ja eher immer so glatte Haare oder so Wellen. Aber so Naturlocken fehlen mir immer in dem Spiel so ein bisschen. Dann bin ich immer happy, wenn es die gibt. Ja, dann kommen wir zu dem Set. Das ist hier einmal diese Kombination hier. Das Oberteil. Ich finde die alle richtig, richtig schön. Die haben alle so einen sanften Ton irgendwie. Dann gibt es eben das, was ich schon gezeigt habe. Die Kombination hier. Den finde ich richtig, richtig schön mit der Spitze da. Genau, und das Unterteil hier, Oberteil, was glaube ich da? Auch richtig cute. Und dann ist in dem Set noch das hier mit dabei. Und das passende Höschen dazu. Dann haben wir das Outfit hier. Hallo, willkommen. Wie krass sieht das bitte aus? Also, wenn man irgendwie ein Engel spielen möchte oder ein Magier oder irgendwas Okkultes, holt euch dieses Custom Content, weil muss ich dazu noch irgendwas sagen? Es sieht so krass aus. Also erstmal, wir fangen wir immer einfach oben an. So, bei den Haaren. Die sind von Aretha. Da sind hier so, die gibt es in kurz, im Mittel. Oder halt lang und also da kommen ein paar Strähnen mit dazu, da weg, dahin, genau. Ja. Zu den Haaren gibt es eben auch. So, jetzt gucken wir mal. Zu den Haaren gibt es hier Haarspangen. Ne, die kommen da auch dazu. Zu den Haaren. Dann das Kleid ist von einem Set von Bella Lulur und da gehört das hier dazu. Das ist ein Haarreif, wie man sieht. Und dann gab es ja das Set von Bradford, wo ich ja gesagt habe, es sind so ganz viele Sternsachen und so weiter. Und es waren da, glaube ich, auch mehrere Sets von Bradford und auf jeden Fall war hier diese Krone mit dabei. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Also es sieht so schön aus mit dem Zeug hier vorne. Dann gibt es eben ohne Zeug da vorne. Dann gibt es sowas. Warte mal, ich mach mal das ganze Gedöns hier weg. Dann sieht man das besser. Na, also hier das Zeug. Dann gibt es das hier. Solche Monde. Erinnert mich immer an Mutter Miranda von Resident Evil. Auf jeden Fall gibt es dann eben auch so mit einem Mond. Ich finde es auch richtig schön hier so an der Stirn. Und dann gibt es eben so ein Stern-Haarreif. Dann gibt es eben die Ohrringe. Die finde ich richtig, richtig toll. Ich finde sie richtig toll. Die Ohrringe gibt es übrigens auch. Dann haben wir die Kette hier. Die gibt es ja auch in Silber, Rosé, Gold und Schwarz. Und ja, machen wir weiter mit dem Schmuck von Bradford. Und zwar kann man das eben alles ziemlich gut kombinieren. Das ist nämlich hier einmal solche Handschuhe. Und dann kann man für die Finger vorne solche spitzigen Kappen da dran machen.
Und dann hat man so spitzige Finger. Und es sieht aus, als wäre das so ein ganzer Handschuh. Das ist richtig cool. Dann gibt es eben diese Flügel, nenne ich es jetzt mal, mit den ganzen Sternen. Dann, das ist in der Ringkategorie, gibt es hier eben, das ist nämlich passend zur Kette, also man kann die Kette so tragen, ohne Zeug, oder man kann eben diese Schultersachen hinmachen. Ne, kann man auch mega schön kombinieren, wenn man so ein Trägerkleid hat und es so ein bisschen aufpeppen möchte, dann kann man diese Sterne da dran machen. Und man kann auch hier diesen Schmuck dran machen, den es halt mit der Kette dann verbindet. So als Jäckchen sozusagen. Schaut euch das einfach mal an, wie cool das ist. Ich liebe sowas. Eben wie schon gesagt, das kann man dann so schön kombinieren. Gut, dann kommen wir zu dem Set von Bellalolur. Ich würde sagen, es ist wie so eine Art Hochzeitsset. Oder es ist eine Hochzeitsset, so Hochzeitskleider. Aber halt auf Bellalolur-Art. Ja, sehr besonders hier, wie man sieht. Also wenn man so ausgefallene Sachen mag, dann ist Bellalolur auf jeden Fall the way to go. Guckt euch diese Farbe an. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich liebe es einfach. Ich hätte mir, glaube ich, hier an dem Rock irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. Also, weil ich finde es oben richtig, richtig, richtig toll. Aber unten fehlt mir irgendwas an dem Kleid. Aber sonst mega schön. Übrigens, für Bellalolur bezahle ich auch so 2-3 Euro. Sonst muss man eben ziemlich lange warten, bis man die Sachen bekommt. Deshalb nur als Vorwarnung. Es ist kostenpflichtig. Ja. Dann gibt es nämlich auch dieses Kleid. Das ist jetzt nicht so mein Fall, aber es ist halt, ja, einfach Bellalolur. Es ist halt einfach sehr ausgefallen. Mit der Schleife ist es echt schön. Ich glaube, ich habe meine Meinung geändert. Das Kleid ist richtig nice. Einfach gerade so als Brautkleid und so. Mega schön, wirklich. Oder so als Abendkleid. Also in Weiß ist es jetzt nicht so meins, aber es sieht echt schön aus. Ja, und dann ist in dem Set auch noch das kurze Kleid hier drin. Liebe ich. Einfach liebe ich. Sieht so schön aus. Oh my God. Und wisst ihr, was ich meine? So, man kann es zum Beispiel hier mit kombinieren, so mit diesen Schulterdingen, obwohl es eben nicht alles aus einem Set ist. Oder man kann hier, wenn es einem zu freizügig ist, kann man solche Sachen drunter anziehen. Ich habe Stimmbruch, aber vor lauter Reden. Aber guckt euch das an. Wisst ihr so, man kann das halt so voll kombinieren. Man kann eine Jacke drüber ziehen. Also ich liebe es einfach, wie man das immer alles so zusammen kombinieren kann einfach. Ja, dann kommen wir zum nächsten Outfit. Das ist das hier. Richtig cute. Sind hier zum einen mal die Haare auch von Sims Trouble. Sieht richtig, richtig schön, finde ich, hier. Die gibt es eben auch ohne die Strähnen vorne, aber ich liebe halt diese Strähnen. Also gerade die Strähnen finde ich halt immer voll schön, das macht es immer so natürlich. Gibt es aber auch ohne und dann einmal so, wo die Haare so nach hinten gehen. Und wieder ohne Strähnen. Ja, man kann das Ombre wegmachen oder hinmachen und hier auch die Farbe ändern, kann auch ganz crazy Farben benutzen. Hier, wunderbar. Ich liebe einfach die Kombi von Schwarz und Weiß so. Das Oberteil ist von Trelique. So eine Jacke mit Oberteil drunter. Alles mit Aufdruck. Dann das nächste Outfit. Hier, richtig nice. Richtig cool mit der Brille. Ne, Schmuck auch von Glitterberry. Und so. Die Haare sind von Daylife Sim oder ich weiß gerade nicht. Es sind auf jeden Fall diese Haare hier. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass die Haare da vorne immer so abstehen. Weil sonst würde ich so vom Ding her die Haare, wären so meine Favorite Haare von allen. Aber die stehen leider immer da so ab und das stört mich immer. Auf jeden Fall war da ein Krönchen mit dabei. Man kann das Krönchen wegmachen oder man kann es eben hinmachen. Genau, die Brille
ist von Praline Sims. So eine Sonnenbrille. Stylo Milo. Oberteil ist auch von Trillig. Trillig? Ich habe einfach Stimmbruch. Ja. Ist auch eine coole Jacke. Ein grünes Tier, richtig nice. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dann kommen wir zum nächsten Outfit. Das ist das hier. Ist richtig cute. Passt gar nicht zum Winter. Ist einfach so übelstes Sommeroutfit. Aber ja, fangen wir oben an. Das sind hier auch die Haare von Daylife Sims. Die stehen hier eben auch wieder so ein bisschen ab. Weiß ich halt nicht. Manche finden es schlimm, manche finden es nicht schlimm. Geschmackssache. Ich finde es schlimm. und da war dieses Krönchen mit dabei. Ich glaube, das Krönchen kann man auch zu anderen Haaren kombinieren. Also wie man sieht, das Krönchen kann man überall sonst hinmachen. Deshalb finde ich das Krönchen ganz nice. Ist richtig süß. Schmuck ist von Glitterberry. Da haben wir hier einmal, die gibt es in komplett weiß und einmal mit so rosa Perlen. Und dann gibt es hier eben auch passende Ohrringe dazu. Einmal solche und dann gibt es da auch solche Stecker. Genau, die Oberteile sind von Miko. Das gibt es nämlich hier einmal so. Und dann gibt es einmal mit so einem Korsett. Genau. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsoutfit von diesem Video war. Und ja, das war dann auf jeden Fall das Custom-Content, was ich mir im November runtergeladen habe. Wie gesagt, es steht alles in der Videobeschreibung, ist alles verlinkt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr auch zukünftiges Custom-Content auch nicht verpasst. Das Beste vom Besten natürlich von mir. Und ja, dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Tüdelü!